Steuer und Recht kompakt wird Ihnen präsentiert von der DATEV. Die digitale Welt von morgen. Neue Trends durch Innovation, revolutionäre Geschäftsmodelle der Zukunft. Die Plattform für diese Ansätze liefert jährlich die IT-Messe CeBIT. Aussteller aus über 100 Ländern präsentieren hier neueste Entwicklungen innerhalb der IT-Branche. Und das immer unter einem bestimmten Motto. In diesem Jahr steht die CeBIT ganz im Zeichen von The Economy. Herr Dr. Meyer, The Economy, das Motto in diesem Jahr der CeBIT. Das Motto klingt spannend, aber vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so griffig. Ich denke, der ein oder andere von uns wird eine Erläuterung dringend benötigen, bitte. Ja, also The Economy ist mal wieder ein Kunstbegriff. Das ist eine Wortschöpfung, die aus zwei Begriffen besteht. Einmal Digital oder Digital und auf der anderen Seite Economy. Und in diesem Jahr hat man auch das I umgedreht, also aus dem I wurde ein Ausrufezeichen, um einfach so ein bisschen das Thema der Dynamik zu unterstreichen, die im Zusammenhang mit Digitalisierung passiert. Weil Digitalisierung bedeutet ja auch, dass Geschäftsprozesse, alte Geschäftsprozesse durch die Digitalisierung teilweise vollkommen neu strukturiert werden. Warum wird jetzt diesem Thema überhaupt so ein großer Stellenwert eingeräumt? Die Digitalisierung ist ja an sich eigentlich nichts Neues. Da haben Sie recht. Digitalisierung ist eigentlich schon ein Thema, was uns die letzten Jahre im IT-Umfeld beschäftigt. Aber es ist halt nach wie vor ein zentraler Innovationstreiber. Schauen Sie sich zum Beispiel das Thema selbstfahrendes Auto an. Da sind wir mittlerweile ganz gut unterwegs. In aller Munde, da gibt es auch schon die ersten Prototypen, die noch ein bisschen langsam in der Gegend rumfahren. Aber was wirklich interessant wäre, wenn sich die Autos untereinander unterhalten könnten, also dann wird die ganze Sache noch spannend, was natürlich auch noch ein erhöhtes Maß an Verkehrssicherheit bietet. Ein zweites Thema, was auch wahrscheinlich jeder von uns kennt, jeder hat ein Smartphone und da gibt es ja so kleine Apps, die zählen dann, wie viele Schritte man zurückgelegt hat, wie viel Dreck man gestiegen ist. Das ist dann auch so ein innerer Benchmark zu sagen, naja, also heute muss ich noch ein bisschen. Aber diese Datenmengen, die erzeugt werden, da muss man natürlich auch ein anderes Thema beachten, das ist das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, auch in dem Zusammenhang mit Big Data. Welche weiteren Themen und Neuvorstellungen erwarten uns in diesem Jahr? Also für ein Automobilland wie Deutschland ganz zentrales Thema, das erste Auto aus dem 3D-Drucker. Also muss man ein bisschen relativieren, da kommt jetzt nicht ein ganzes Auto raus, sondern Teile des Autos, Karosserieteile, werden jetzt wirklich gedruckt. Was man ursprünglich mal so als Spielerei angesehen hat, wo man so kleine Figürchen drucken konnte. Das ist jetzt so ein richtiges Thema geworden, auch in der Industrie, was natürlich auch Produktionsprozesse verändern kann. Wenn wir bei dem Thema Produktionsprozesse sind, dann Internet der Dinge. Auch eine ganz spannende Thematik, die sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Wenn eine Maschine mit einer Maschine kommuniziert, also das heißt auch hier medienbruchfrei, digital, Austausch von Daten betreibt. Lassen Sie uns vielleicht abschließend noch einen kurzen Ausblick geben. Welche Impulse kann die Messe an Ihre Besucher in diesem Jahr geben? Also die CeBIT war und ist eigentlich immer ein zentraler Impulsgeber für Zukunftsthemen. Und was natürlich bei der CeBIT auch noch zusammenkommt, in dieser einen Woche treffen sich an Hannover Entscheider aus der ganzen Welt, aus allen Branchen. Und natürlich das Networking, was in dem Zusammenhang betrieben wird, fördert natürlich auch Innovation und diese Themen in dem Zusammenhang. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Meyer. Danke. Steuer und Recht kompakt wird Ihnen präsentiert von der DATEV.